Und da sind wir wieder bei Shadow of the Colossus mit mir, dem lieben Fudel, der sonnigsten Chore aller Zeiten und der lieben Letty zu Choclinken und nach wie vor dabei. Caro Kitty! Ja! Wir haben jetzt schon 6 Stück besiegt. Nein, den will ich mal für jeden neuen Spielstand. Falls uns nämlich die Aufnahme abkackt, müssen wir, wenn wir Pech haben, nur einen. 6. Und so oft spiele ich ja nicht PlayStation 2, so viele Spiele habe ich auch gar nicht. Oh Gott, die Katze. Wenn man die Glocke hört. Sie sitzt auf meinem Schoß. Du hast die mit reingenommen. Ja. Und alle lieben ja immer Wassergegner. Und Wassertempel. Wollen wir mal wieder. Tauben. Ja, ah ja. Wir müssen ein Stückchen reiten. Dass wir erst reiten, wenn wir auf dem Pferd sind. Damit ist dann ja immer schon die halbe Folge bedient. Aufsteigen auf das Pferd. Richtig, wow. Ich weiß wieder so ungefähr, wo wir hin müssen. Nämlich dahin. In die Erde. In die Erde. Da ist er. Karte ist wieder offen, damit wir nicht so viel Weg haben. Das ist ein gutes Stück. Auflösung der Quizfragen des letzten Teils. Mein Lieblings-Pokémon ist natürlich zum Kämpfen Simsala immer gewesen. Und ich habe Angst, die auch. Katze. Die knuddelt mich. Ich habe Angst. Und vielleicht kann Caro Kitty selber erzählen, was für Tiere sie noch hat. Du kannst auch, der Weg ist recht lange, deshalb kannst du auch eine Weile überlegen. Erzählen, wenn du also, möchtest. Ich habe 2 Meerschweinchen, darunter ein braun geschecktes Rosettenmeerschweinchen namens Cookie. Nein, sie ist nicht mit der Cookie aus YouTube verwandt, also von Chan oder von Bananasplit, sondern sie heißt einfach nur Cookie. Und ansonsten habe ich noch Yun alias Glubschi alias von Yvonne alias Fat Tony und gelegentlich auch mal Hitler. Warum ein Meerschweinchen Hitler genannt wird? Weil er ein kleines Arschloch ist. Und ansonsten habe ich 2 Siamkatzen. Einmal die Venus und einmal die Aurora. Boah, und die sind eigentlich ganz umgänglich. Zumindest sind die nicht so wie Cora. Und ja, ist ziemlich cool. Haustiere sind immer gut. Kommen übrigens auch in meinem Comic vor. Allerdings sind die Meerschweinchen dann meistens irgendwelche Figuren, die ich aus irgendwelchen Mangas gefunden habe als Schweine. Beispielsweise ist das eine dann Pichan und das andere ist Peacemaker. Ziemlich cool, weil ich persönlich Meerschweinchen überhaupt nicht zeichnen kann. Die sehen bei mir mal aus so wie laufende Gurken oder so. Also wer Bock hat, der sollte da einfach mal dann reingucken. Ihr wisst, ich verspreche immer, dass ich das verlinken werde und es wird sowieso nie passieren. Gebt einfach mal Caro Kitty bei Caro Kitty und Animex bei Google ein, dann kommt ihr da recht flott hin. Es ist ja, ich gebe zu, ich schaue mir die Folgen ja nicht immer nochmal ganz an. Ich
alt ist Duncan? Das Moment, sieht gut aus. Wir werden, ja, das sah. Also wir gucken nochmal eben auf die Karte. Ja, wir müssen jetzt gleich nur nach Norden abbiegen. Nein, Pferd möchte. Pferd sagt nein. Ui, hier ist schon alles verbrannt. Wir haben echt. Ja, das sieht doch schon. Also das ist auch eine sehr schöne Landschaft. Verbrannt ist. Hier ist ja einer von diesen Tempeln, wo wir schon mal von gehört haben. Nur für den Fall, dass wir sterben können. Ich glaube, das schadet nicht. Einmal mehr zu speichern. Aber wie auch gesagt, ich nehme es nicht von einer ROM auf. Die ROM habe ich natürlich mir besorgt für Notfall, aber das muss jetzt leider mit der PlayStation klappen, weil wir es schnell mal eben machen. Mal eben. Vor allem Avian mag ja ewig dauern. Besser nicht mehr. Zeit. Hätte ich auch vom Palast aus schon fast. Lange. Kamera. So. Was habe ich denn so für Möglichkeiten? Hier zum Beispiel. Sobald es geht, nach links. Das wäre hier. Ich habe Angst, die Katzen. Ja, die gute Karo Kitty spielt den Hard Mode mit Cora. Ich muss sagen, die Kamera ist rate mal, warum ich mich vorhin zwischendurch mal geweigert habe, dieses Pferd zu nehmen. Ah! Hilfe! Da bekommt man mal schon beim Schwanzzucken an. Ich werde angefaucht. So runter. Doch schon. Im Übrigen, wer Bock auf ein sehr softes Gruselspiel hat, dem würde ich Project Zero empfehlen. Da ist man ein Mädchen, aber das erste halt. Da ist man ein Mädchen ausgerüstet mit einer Kamera, mit der man Geister einfängt. Also diese Geister können einem auch verletzen und alles. Und man muss halt, indem man die Kamera betätigt, diese Geister fangen. Das ist echt. Also ich mag Gruselspiele generell nicht so gerne. Resident Evil habe ich gar nicht gespielt. Ich habe das nach 2 Sekunden ausgemacht. Aber Project Zero ist halt so ein bisschen. Ja, vom Grad her wie Slenderman. Sieht aus, als wäre es im Kreis. Ja, das sieht nicht so richtig aus, aber wir nähern uns. Wir nähern uns langsam. Wander nach Hause. Aus als. Serpentin. Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Untergeritten zu sein, vielleicht reiten wir auch gerade den ganzen Weg wieder zurück. Aber das kenne ich.
merkt schon, ich mache komische Geräusche. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Das ist auch sehr düster. Im Übrigen, warum halt viele Leute sagen, dass Cora ein bisschen ja, aggressiv ist. Oder ja, eigen. Die beißt gerne mal schnell zu. Früher war das ganz schlimm. Da hat die einem dann auch bis auf den Knochen gebissen. Das heißt, wenn die mal in so einen Daumen reingebissen hat, dann bis zum Knochen. Das habe ich dann auch schon zweimal so erleben müssen. War nicht so cool, von wegen Entzündung und so. Ja, die wird halt auch älter, die kann jetzt nicht mehr, wenn sie gerne möchte. Vielleicht ist sie jetzt auch nicht ruhiger. Das sieht nicht richtig aus. Nein? Ist in die falsche Richtung? Zurück mit dem Pferd. Mit dem Pferd. Ach ja. Zahn. Ja. Ja. Das hatten wir, glaube ich, in dem einen uraltes Auto hab. Ja. Das musste dann jetzt leider gehen. Musste. Und ich habe mir ein neues Auto geholt. Und ich glaube, jeder, den ich kenne, hat da so ein bisschen die Nase gerümpft, weil ich mir einen Honda geholt habe. Honda. Und ich muss sagen, ich bin mit diesem Auto total glücklich. Das ist ein hochwertig gutes Auto. Hier waren wir noch. Habe ich keine Höhle geritten? Doch, ich fuhr ihn schon. Jetzt bist du wieder da. Dann schön. So. Was hast du? Bist das Pferd damit? Wie war das nochmal? Die unendliche Geschichte, wo das Pferd dann absäuft? Okay, ich hab die lange nicht mehr gesehen. Ja, da ist doch dieser Indianerjunge, der in den Sumpf reinreitet und dann säuft das Pferd nachher ab. Und der ist am Heulen. Wo ich mir denke, du bist doch selbst schuld. Hier haben wir doch. Wo sind wir denn? Das sieht auch nicht richtig. Cheaten? Nee, mach mal nochmal die Karte. Nee. Du bist irgendwie falsch. Mal zurück. Ein bisschen zu weit. Da irgendwo bei der Kurve hier oben. Ja, die Serpentine wieder hoch. Ja. Ja, da müssen wir es wohl laufen. Ja, so. Das ist das Witzige, das Pferd kommt manchmal so einfach aus nichts. Ja. Mhm. Was? Kisten. Buhu, ich bin der Kistengeist. Wo sind wir denn hier jetzt? Ich glaube, du bist falsch. Ja, ich glaube, ich hätte da auf der anderen Seite rumgehen. Aber du sollst hier nicht den Falschen. Ich glaube, da ist der Falsche. Ja, da kommst du zu. Weil du musst da auch irgendwann mal hin. Aber ich meine, da ist dann der Tiger oder so. Ja, das ist das. Ich habe mich auch über die Kisten hier gewundert, weil vorbeigekommen. Wisst ihr, und wenn die Karo Kitty gleich wieder drin ist, kommt wieder sowas Popels Einfaches, der sofort direkt vor der Tür steht. Ich glaube nicht. Die sind jetzt jedes Mal ein Stück weit. Wo der sein Leuchtsymbol im Fuß hat. Deshalb kam das Pferd auch nicht, weil es auf der anderen Seite ist. So seht ihr auch mal ein bisschen. Und heute seht ihr dann ja schon quasi die Hälfte haben wir dann schon rum. Wir kriegen ja, das weiß die Kauke nicht, wir kriegen immer 2 Parts pro Woche von in der 14 Projekte Challenge. Ich glaube, das hatte ich aber gelesen. 2 Teile pro. Jo. Genau.
Ich weiß ja auch noch. Also wenn du mehrere Male die Lauftaste, dann spornte das Pferd schneller. So, da sind wir wieder draußen. So, die Serpentine. In Säulen bin ich. Das ist Open World. So, da reiten wir wieder ganz zurück. Und hier war der Ausgangspunkt, wo ich angefangen habe, mich zu verfahren. Das ist sehr gut. Er ist so liebevoll zu seinem Pferd. Bam! Ja, ich will keine realistische Schlacht. Ja, aber selbst bei... So, hier müssen wir jetzt irgendwie nach Norden kommen. Ich kann euch leider gerade nicht... Ich weiß, wo ich auf der Karte hin möchte, kann es euch aber nicht zeigen. Ich finde die Steuerung vom Pferd bei... Wobei bei dem... Princess war das, glaube ich. Aber das muss man ja auch nachsichtig sein. Pferd war ja kein Pferd, das war ein Kaltblut. So reiten, das ist zum Pflug ziehen. Wir wollen hier irgendwo. Halt dich mal. Gierig. Pferdchen. Ihr seht, wenn ihr der linken Seite dieses blauen Gesichtsfeldes etwas folgt, seht ihr etwas, was wie eine Krone aussieht. Da möchte ich... Karte? Das ist schon viel zu weit. Dann kann das sein, dass du da echt erst... Ja! Jetzt wollen wir wieder rechts. Ich habe übrigens jetzt letztens gesehen, die Cold Mirror, also die Cuddy, die hat jetzt wieder so Cuddy spielt mal gemacht. Mit so einem Zombie-Ding-Tagebuch, was eigentlich total spannend ist, wenn das nicht so viel zu lesen wäre. Und hat das halt mit Harry Potter-Figuren besetzt. Ich denke mal, einige werden das auch schon gesehen haben, aber das ist echt witzig. Okay. Ich fand das echt. Wir rennen mal hier entlang. Da sieht's echt. Da sieht's flach aus. Da ist es nicht ein Tunnel? Okay. Aber vielleicht, wenn wir hier uns weitermachen. Uah. Total falsch. Wenn ihr nicht aufpasst, muss das Pferd nachher in die Wurst. Nee, da sind wieder die Serpentinen.
Vielleicht gibt es noch einen dritten Weg in den Serpentin. Ist halt, dass der dann irgendwie weiter rechts ist. Ja, dass ich jetzt nicht bis ganz nach oben reite, sondern... Teil. So. Nein. Noch weiter hoch? Da kommen wir dann wieder zu diesem. Das ist zu weit. Werf nochmal einen Blick in die Karte. Soll ich mal versuchen? Ja, versuch du mal. Mach nochmal die Karte. Wir sind nicht hoch genug. Hier ist die Straße, also wir sind, glaube ich, hier diesen Bogen reingeritten. Wir müssen wieder quasi die Schlucht, wo ich eben sagte, ich möchte gerne links und wir sind jetzt wieder rechts. Wo sind wir denn zur Hölle? Wo ist denn das Schloss? Hier ist das Schloss. Wir sind hier. Ja, wir müssen dann wieder ganz ein gutes Stück weiter zurück. Lauf, lauf, lauf! Wir waren nicht mal annähernd richtig. Ja, das ist hier geradeaus irgendwie über den Berghang. Was ich gut gefunden hätte, ist, wenn die Kolosse ganz open-world-mäßig alle gleichzeitig freigeben. Dass du dann auch per Zufall eventuell in den falschen reinrennst. Genau, den kannst du dann zwar auch versuchen, aber der ist dann halt schwieriger. Weil du gewinnst ja hier keine Fähigkeiten dazu, wenn du einen Koloss besiegst. So dass man theoretisch direkt am Anfang auch schon den letzten machen kann. Oder den ersten machen muss, weil er ein Tutorial ist. Los, Pferdchen! Wird jetzt erstmal eine Runde durchgeprügelt, so gehört sich das. Genau, da hat Caro mich auf die Quizfrage für diese Folge gebracht. Wovon ist folgendes Gepfeife oder so oder Gelalle das Opening? La 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 la. Jetzt schon fast richtig, wir müssen irgendwann liegen. Okay. Nach oben quasi. An der nächsten Möglichkeit links abbiegen. Übrigens das coolste Navi der Welt. Da ist der Finger vom Tod das Auto. Ja, wir müssten so... Also hier ist dieser Kopf, den du auch da siehst. Wir müssten irgendwie, sobald es geht, krass nach links. Ja! Hier zum Beispiel. Ja, da sieht es doch schon wieder ganz anders aus. Beziehungsweise ich erinnere mich ja an nichts mehr, was 30 Sekunden und noch links. Ja! Aber wir sind schon. Ja, einmal um den Berg rum. Ja. Achso, diese Krone, wo ich euch erzählt habe, dass ich dahin möchte, ist absolut der falsche Wegpunkt. Ah ja, da seht ihr. Ja, wenn du den Controller hast, kannst du die Schlange auch treffen. Sehr schön. Ja. Ich stehe wieder unten. Ach nee, Quatsch.
Barbar. Fast gedacht, wir hätten ihn. Ist jetzt ganz un... Nicht gut. Hey, runter. Ach, schön. So. Ja, genau, die rennt. Ich hoffe, das ist ein. Notfalls auch direkt runterfällt. Noch gar nicht gesagt, wie die Schlange heißt. Sie heißt Hydrus. Das ist ein Cidor-Aal. Cidor-Aal. Auf Latein Dracomarinus. Also steht hier immer bei. Ich denke, das ist. Bamba! Ich glaube, da durfte man den drauf sein. Hier steht Schlange. Schon erster Satz: Geduld hat oberste Priorität. Oh Gott. Vor seinen Augen. Und dann kommt er langsam nach oben. Und dann kann man seine hintere Spur. Ich habe keine Ahnung, wie man taucht. Hoch? Ich schwimme jetzt einfach. Da scheint er jetzt. Ich muss gleich irgendwo festhalten. Seine Stellen sind 3 Stück am Rücken und einen 4. Das erste Mal, wo einer 4 Stellen hat. Avian hatte ja 3. Genau. Ah, kommt immer höher ein bisschen. Oder auch. Ah ja, und da kann man sich. Nein. Gut. Okay, ich hatte wirklich den Eindruck, er würde schneller schwimmen. Was ein bisschen unfair wäre. Der schwimmt auch ein bisschen schneller. Provoziert. Ja, wenn man drauf sitzt, ist klar, da muss ja alles hektisch. Ah, die kommen jetzt immer ein bisschen höher, genau. Genau das. Okay, ja, verdammt. Aber Dings war doch fester. Ja, genau, die vordere. Wahrscheinlich musst du erst dich am Rand festhalten und dann da hoch. Ah ja, der hat ja etwas größer gemacht. Ja, genau, und jetzt müsstest du direkt dran packen. Ja, jetzt bist du dran. Da kann man nur, wenn er halt auftaucht, kann man vorne laufen. Schwert hast du auch ausgemacht. Ah ja, da muss man dann. Ah ja. So, ich meine, ich müsste die Elektrobremse. Probier's. Oh nein. Durch diese Laufpassagen ist das ja. Mit dem. Haben wir aber noch gar keine von den Feldern gesehen, die aufläuft. Was ist das? So. Boah. Nee, das. Ja.
meine, da gerade vor diesen Spitzen. Oh, oh. Die Symbole sind direkt vor diesen. Ja. Hier, da. Ach, und die schalten die auch aus, genau. Deshalb hast du. Wäre ja auch ungerecht, so. Ja. Jetzt, ne? Boxe drauf, nur die sind an, wenn du unter Wasser gehst. Was soll? Ich sag ja, die kriegt immer die bequemen. Ja. Gar nicht. Lücke. Ah, das hat jetzt auch nicht so wenig. Verloren. Gucken, ob die dich direkt da wieder absetzen. Was ja nett wäre. Nein, ja. Bevor wir den Weg da aus dieser langen Schlucht wieder zurückreiten müssen. Wie bei dem PlayStation 1. Ach ja, das ja dann wirklich. Ich weiß nicht, ob es auch in der Challenge drin ist, aber wenn ihr mal ein schönes Spiel spielen wollt, auch von dem Indie-Entwickler, Guacamelee. Ein ziemlich cooles Spiel. Es geht darum, ihr seid ein Luchador, also ein mexikanischer Wrestler. Und der muss am Tag der Toten, am Dia de los Muertos, muss er eine Prinzessin retten. Mit ganz, ganz vielen Videospielreferenzen. Zum Beispiel den ersten Boss, das ist so eine Art Drachenhund. Den besiegt man, indem man auf einer Brücke mit Lava steht und auf eine Axt draufspringen muss. Und dann meint dann die böse Zauberin, es tut mir leid, aber deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Also ganz viele Videospielreferenzen und auch Internet-Memes, auch ganz cool. Also, und das Spiel ist super, super fair. Und jetzt kommt wieder groß Strom. Boah. Gibt's vielleicht auch hier in der Challenge, das ist nicht allzu. Nein. So? Bisschen. Was? Warum macht er das denn jetzt dahin? Weil er es kann. Und ein Gezwirbel kriegen. Jetzt aber. Und festhalten. Ah ja. So. Oh. Wendel. Jetzt. Ah ja, sind alle wieder aktiv. Drei Stachel wieder aktiv sind, aber sind sie. So. Was ist das? Ja, da musst du wohl echt den harten Schnitt. Oder so. Du
ist halt echt. Ja, da ist er kaputt. Nächsten. Oh. Fieses Möb. Oh, 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 oh. Das hat aber auch einen echt großen Radius, das Sturm. Das Sturm. Ja. Denn wir haben gelernt. Kommt aus der Steckdose. Oh, jetzt. Ja, ich bin tot. Ja. Der zweite, der ist irgendwie. Ja, super. Da kommt er. Ah, cool. Direkt dran gekommen. Ich frage mich, ob die das überhaupt merken, wenn du da dranhängst. Das ist so eine Wasserschlange. Ich frage mich, wie da Gras drauf ist. Das ist doch Fell. Grünes Fell. Ja. Stimmt, Faultiere haben ja auch grünes Fell. Ja. Also die zumindest im Amazonas, die im Zoo nicht. Und immer wenn ich das höre, kann ich nur sagen, ich weiß nicht viel über Faultiere, aber sie müssen unheimlich schnell sein. Gereicht. Boah, ganz knapp. Hat das gereicht? Ja. Ja. Ja, da reichen dann die harten Schläge. Nein, das ist kein Pornofilm, das ist immer noch Shadow of the Colossus. Komm, nee. Nee, ach Mensch. Lass ihn absaufen. Schnuch. Ja, komm hoch, hoch. Achso, er lässt von alleine los. Punkten, oder? Nein. Ja gut, dass man dann da wenigstens nicht ertrinkt, aber so wie es aussieht, scheint dann wirklich am Kopf das meiste zu sein. Dann wieder am Schwanz anfangen. Ja, aber diesmal... Das ist elektrisch. Komm auch nicht auf die Idee, einen zu fressen. Nee. Oh. Ach, bis du da vorne bist, hast du dich wieder aufgeladen. Und fressen. Also wenn da draußen zukünftige Videospieldesigner sind, lasst einfach das Wasser weg. Wasser ist...
letztens bei GameTube, die ich ja auch fernab des Gronkh.de-Teams sehr favorisiere, gesehen, die haben, ich glaube, das Spiel heißt The Last Tinker vorgestellt. Das ist eigentlich für Kinder gedacht, aber es können auch Erwachsene wunderbar spielen, auch zusammen mit ihren Kindern. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Das ist eine bayerische Spieleschmiede gewesen. Nicht Fünününü Productions, aber sowas ähnliches. Fünününü Productions. Ja, die hatten, ja genau, Mi Productions, genau. haben sie sich genannt. Und das ist ein sehr farbenfrohes Spiel. Das ist ein Jump'n'Run mit Rätseleinlagen. Und man muss nicht ähnlich wie bei Skylanders noch mehrere hundert Euro für alle Figuren ausgeben. Ist ja nicht überhaupt total furchtbar ist, ey. Nein, und jetzt auch nicht das vierte Skylanders. Komischerweise zieht der jetzt nicht so viel. Ja. Aber knapp. Dann bleibt jetzt noch der Kopf. Ach du, das ist direkt dahinter. Der Kopf, der ist direkt. Ja, der nimmt auch am meisten. Du hast genug Ausdauer, das sollte zu schaffen. Getroffen. Oh, noch einmal. Stich. Stich. Oh glaub, nee, das bringt nichts. Einmal groß. Einmal feste. Bam. Seht ihr, Avian hat lange gedauert, der Kampf. Hydros hat der Weg lange hingedauert. Und die Katze ist. Oh Gott, die guckt schon wieder so komisch. Hilfe. Dann kommen gleich wieder die schwarzen Blubbel. Aber erst, wenn wir irgendwo... Obwohl, nee, Quatsch, im Wasser. Ja. Schwimm! Schwimm! Schneller! Und dann, das hätte er. Stargate. Und Maus sind bereit. Wupp. Ja, dann würde ich euch sagen, wenn es euch gefallen hat, bleibt dran, denn gleich kommt Colossus Nummer 8 und damit haben wir schon die Hälfte durch. Also, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, dann hört man ja auch nicht mehr auf. Guckt bis zum Ende. Es kommen bestimmt noch dramatische Wendungen. Also.